Wenn ich mich mit einer Pflanze näher befassen möchte und herausfinden möchte, wann sie anfängt, die ersten Blätter zu treiben, dann gehe ich oftmals auch zu den Pflanzen vom Vorjahr. Das ist hier zum Beispiel die wilde Möhre. Das sieht man da an diesen Nestchen. Das sind so typisch. Und dann gucke ich nach unten, ob vielleicht nebendran wieder Blätter austreiben von der wilden Möhre. Und ich habe ja letztens an einem anderen Platz am Waldrand auch so eine Rosette gefunden mit Blättern. Allerdings hatten die rote Stiele und die haben hier weiße. Die Blätter sehen noch mal ganz anders aus. Eigentlich typisch wie bei der Möhre. Und so kann ich jetzt schon mal ausschließen, dass das, was ich am Waldrand gefunden habe, die Blätter, ich blende es euch dann ein, beziehungsweise zeige euch im Anschluss die Videos davon, dass das am Waldrand keine wilde Möhre ist. Und nachdem ich mittlerweile herausgefunden habe, dass der Wiesenkabel sehr bald auch das Blühen anfängt, also im Mai schon, bin ich jetzt fast 100% überzeugt, dass das am Waldrand der Wiesenkabel sein muss. Aber ich beobachte es weiter. Und hier, wenn das direkt da an dem Stamm oder an dem Strauch vom letzten Jahr, ist die nicht schön, die wilde Möhre? Also wenn die direkt da nebendran wächst und ich weiß ja in etwa, wie die Blätter aussehen, dann kann das sich hier jetzt nur um die wilde Möhre handeln. Und die wächst ein bisschen anders. Also schon auch in der Rosette, ich zeige das mal gleich woanders noch, aber der Stängel ist behaart und er ist rau, fühlt sich rau an durch das kurz behaarte und hat halt auch diese Rille, diese Regenrinne. Aber der Stängel ist komplett grün. Und da drüben sehen die Blätter genauso aus wie neben der wilden Möhre direkt. Da kann ich mir das jetzt mal ein bisschen genauer ansehen. Also die Blätter sehen ganz anders aus. Die sind noch mehrmals gefiedert. Also mehr als die Pflanze, die ich letztens gefilmt habe. Also da bleibe ich dran, wobei da auch ein bisschen rötlich dabei ist, aber es ist nochmal ganz anders als die Blätter am Waldrand. Also, wir bleiben dran. Tschüss derweil. So, heute am 22. März bin ich nochmal an der Pflanze am Waldrand. Also, dass das ein Doldenblütler wird, ist für mich klar. Klar ist für mich auch, dass das nicht die wilde Möhre sein kann, einfach schon von den Blättern her. Da ich habe ja jetzt im Vergleich eben auch genau an der wilden Möhre auch schon welche entdeckt. Kleine Triebe, kleine Blatttriebe, und die sehen einfach anders aus. Da sieht man jetzt zum Beispiel die Blattrückseite, die etwas heller wie die Vorderseite ist. Der Stängel ist also hinten einmal kantig, vorne hat er diese Regenrinne und es sieht so leicht flaumig aus, also ganz leicht flaumig. Ich sehe noch keinen Blütenstängel, also muss ich noch mal herkommen, also öfter, um herauszufinden, um was es sich jetzt genau handelt. Das ist auch was, da kann mir eigentlich auch bisher, also ich war auf mehreren Kräuterwanderungen und bisher man kann noch kein ausgebildeter Kräuterpädagoge wirklich sagen können, woran man die Doldenblütler im Frühstadium unterscheiden kann. Man bekommt eigentlich immer dieselbe Antwort, davon lässt man die Finger, weil bei den Doldenblütern tut man sich eh schwer, solange keine Blüte dran ist. Und auch da wäre es noch schwer. So, und deswegen machen wir jetzt selber auf den Weg, um das herauszufinden.